Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lil Polars mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Ich reagiere heute wieder auf Gronkh Pumpkin Days Folge 28. Wir brauchen Trecker. Wenn ihr schon mal nichts mehr verpassen wollt, Leute, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen, würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Da würde ich sagen, wir schnacken nicht lange, wir gehen auch direkt rein und let's go. Ja, da sind wir auch schon wieder zurück. Huch, ist schon wieder 15 Uhr. Erik, gibt's doch gar nicht, oder? Ach, die Zeit vergeht, Tobi. Was willst du machen? Da jeden Tag neue Folge, voller Spannung erwartet. Was wird heute passieren? Ich gehe immer noch davon aus, dass ich nachher Kaffee ernten muss. Die Zeit vergeht doch, die Hühner blieben. Ja, wir haben den Server nochmal neu gestartet, aber leider sind die Hühner offenbar fester Bestandteil von Tobis Farm geworden. Weiß ich nicht, ob ich mich jetzt freuen soll oder ob ich heulen soll. Da du die nicht füttern musst, ist doch schön, oder? Ja, die geben halt Eier und sowas, ne? Hä, immer noch? Ja. Okay, ich mach mal einen Feldversuch. Ich versuche mal, meine Tiere auch nicht mehr zu füttern. Ich habe aber ein bisschen Angst vor dem Ergebnis, wenn ich ehrlich bin. Aber man muss ja, in der Early Access ist ja, man hilft ja auch gerne beim Bugs finden und so, ne? Eben. Weiß nicht, ob ich das damit rechtfertigen kann, weil wenn die dann sterben, ich würde mir halt echt schäbig vorkommen. Aber nur kurz, weil dann hätte ich wieder Zeit zum Möbel machen. Ja. So, bin auch schon wieder eifrig dabei. Aber es sind nur diese scheiß Coffee-Tables, die dauern halt ewig. Ich kann leider keine machen. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ich habe keine Energies mehr. Ich brauche dringend, es wird Zeit, dass der Markt ist. Ja, das ist doch... Oh. Meine Kiste ist voll. Gut. Ja gut. So viel dazu dann, ne, Gronkh? Ist wieder riesig. Ich sehe es jetzt schon. Ist eigentlich gut, aber... Auch schlecht. Sag, freust du dich denn nicht eher? Und ich hätte gerne wirklich einen Shift-Klick, damit man die Sachen schneller rüberziehen kann. Das wäre halt echt hilfreich. Das würde viel, viel, viel helfen. Junk Sculpture, guck mal. Wieso kann man denn den Fernseher nicht hier auf den Tisch stellen? Das verstehe ich nicht. Also ich habe meinen auf den Kisten stehen. Das geht? Ja, das geht. Allerdings, weil er auf zwei Kisten steht, ist es ein bisschen schwieriger, den zu gucken. Strawberry Jam. Ich kann jetzt Iron Shears machen, cool. 0% Range Chance. Oh! Okay. Was sind? Man kann das doch auf den Tisch stellen. Nicht mehr kurz, Leute. Achso. Ich hab da Puppen stehen. Also Plüschtiere, nicht Puppen. Puppen wäre gruselig. Cool, das geht. Ja, das finde ich ja voll geil. Was ist das? Was war das gerade? Wow, ich kann Silberbrushes machen. Hammer. Ja, endlich, Tobi. Jetzt geht's halt richtig los für dich, ne? Und ich kann jetzt Mango Mahi Mahi machen. Oh, Mahi Mahi, toll. Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Okay, na gut, aber immerhin besser können als nicht können, ne? Absolut. Morgen 0% Chance, dass es regnet. Ja. Freut dich das? Das ist richtig schön. Endlich kann ich morgen wieder gießen, nachdem ich wahrscheinlich 30 Millionen Kaffee geerntet habe. Es gibt Schlimmeres. Ich beschwere mich natürlich nicht, aber puh. Es geht halt ins Kreuz, Tobi, weißt du? Ja, gut, jetzt aber... Ist schon anstrengend. Ich baue die ganze Tische weiter wie so ein Horst. Auf chillig. Man kann bei diesem, wenn man craftet, kann man nicht schnell auf diesen grünen Balken klicken, ne? Wenn der Balken sowieso schon drüber läuft. Ja. Man muss irgendwie ein paar Sekunden warten, bis man überhaupt klicken darf. Das ist manchmal störend und dann muss man warten, bis er zurück ist. Und dann ist es so ineffizient. Ja, das stimmt. Das reibt mich auf. Das reibt mich auf. Aber die Tischproduktion läuft gut. Blim, 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 blim. Macht doch einen Subsound, Tobi. Nein, mein Subsound ist jetzt neuerdings der Reibekuchen. Der Reibekuchen? Kennst du das noch? Welcher Reibekuchen? Damals aus dem Stream, wo du gesungen hast? Reibekuchen!
Tap. Nein. Oh. Nein, du kennst das nicht mehr? Nein, was habe ich denn da gesungen? Ah, da waren wir irgendwie in der Pause und dann bist du irgendwie zurückgekommen. Ja. Und hast dann irgendwie mit so einer Oma-Stimme irgendwas mit Reibekuchen vom Bofrost und ja, sowas. Oh Gott, das ist aber lange her. Ja, das haben wir uns im Stream letztens angeguckt. Und dann haben alle gesagt, ich soll das als Subsort nehmen. Warum guckt ihr euch denn sowas im Stream an? Ich weiß nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind. Ach, wegen Reibe, weil jemand im Chat Reibekuchen gegessen hat. Oh, lecker. Oh, ich liebe Reibekuchen. Und dann kam er da drauf und dann habe ich mich daran erinnert. Und ich dachte, wir gucken uns das jetzt an. Okay, hast du also React gemacht, ja? Ja. Nein, ist ja okay. Warum geht das? Ach, schön. Okay, da muss ich mal drauf achten. Oh. Leute denken immer, wir mobben uns, aber es ist gegenseitige Wertschätzung. Oder, Tobi? Halt die Fresse. Oh, morgen ist Mark. Ja, morgen ist Mark, genau. Morgen ist Energy. Boah, Alter, wie viele Tische ich hier hab, ne? Oh Gott, das sind echt viele. Aber es bringt halt nicht so viel wie Kaffee. Ja, Kaffee trinken. Kennt ihr jemand? Nein. Heißt ja Kaffee. Sollte man eigentlich kennen. Okay, warum? Ist nicht so wichtig, ist ja nur Terry Pratchett. Das ist wer? Ja, Autor. Leider verstorben bereits. Oh. Einer der besten Autoren, den dieses Erdenrund je sah. Hm. Ja. Oder unserer Zeit, sag ich mal. Autoren? Ich kenne nur Regisseure. Regisseure? Regisseure kenne ich nicht. Ich kenne nur Lamborghini. Vor allem Lamborghini. Lamborghini. Alter. Da kommt ja aus den USA, da spricht man das so aus. Achso. Leute explodieren. So. Und ich finde Ferrari auch besser. Ich kenne nur Lolo Ferrari. Oh, die ist sie nicht wegen ihrer Busen geplatzt? Also gestorben? Also. Genau, ja, also genau so war das. Aber die ist doch, nee, die ist doch wegen ihrer Brüste gestorben, ne? Also weil. Ja. Da so ein Kissen, die hatte so, für Leute, die nicht kennen, die hatte unglaublich große Implantate. Ich weiß nicht, das muss so schwer gewesen sein, Tobi. Also ich weiß nicht, wie die Frau überhaupt morgens aus dem Bett gekommen ist. Also ich glaube, war das nicht sogar, weil das ihren Mann total anturnen fand? Ich wusste nicht mal, dass sie einen Mann hat. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das hatte ich ja sogar tatsächlich wegen ihm gemacht. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, das war, also ne, man ist Geschmack... ist verschieden, muss man sich nicht drüber streiten. Aber Alter, war das furchtbar. Und dann, zumal das ihr ja auch nicht gut getan hat. Also. Nee, also letzten Endes überhaupt nicht, wie man sieht. Oh, naja. Oh, Sven. Oh ja, ich sehe gerade. Okay, warte. Ich gehe schlafen. Nee. Okay. Sleep. Gute Nacht, Dope. Kennst du Sami Slimani? Ist ja furchtbar. Also nicht der Sami, sondern der Witz ist furchtbar. Ich weiß, was macht denn der Sami Slimani heute eigentlich? Weiß man das? Also ich weiß, dass er eine Modekollektion hat und dass die auch wohl scheinbar ziemlich gut funktioniert und sonst, glaube ich, so viel macht er gar nicht mehr. Der hat eine Modekollektion, die gut funktioniert? Ich glaube ja. Ja? Ich glaube ja. Hab da gar nichts mitbekommen. Bist du hier gerade in der Nähe? Bist du gerade auf dem Weg zum Briefkasten oder so? Nee. Ich wollte gerade erstmal die Pflanzen gießen. Ach so. Ich glaube fast die Gießkanne, auch wenn die halt echt stabil ist. Aber bei der Feldgröße hält die halt nicht so lange. Vielleicht sollte ich mal langsam eine neue kaufen, schon mal vorsichtshalber. Boah, die wird auch keine goldene haben direkt, ne? Man kennt ja den alten. Das ist wie Lotto. Ich höre ein bisschen Störgeräusch. Das hört sich nicht mal an. Doch, das ist mal. Irgendwie flimmert das Bild hier so gut. Auf chillig. Ist das Störgeräusch oder ist das... Hä? Als wäre hier noch ein Mikrofon offen, wo aber keiner spricht, sondern die ganze Zeit irgendwie so statisches Rauschen durchgeht. Das hört ganz komisch an. Hä? Nein! Hm?
Was denn? Hast du ein falsches Mikrofon angehabt? Nein, nein, nein. Der Kaffee ist gerade, während ich drin stand und gegossen habe, ist der Kaffee gereift. Ach so, ich dachte schon. Dachte schon, das wäre was Schlimmes. Es ist halt das Riesenfeld wieder, ne? Natürlich. Ich vermisse die Freude in deinem Gesicht. Junge, Junge. Heute ist nochmal, ah ja, 27. Ich glaube, der wird nicht nochmal reifen, oder? Nee. Also ich meine, ich freue mich darüber, dass das so effizient ist, ne? Keine Frage. Aber Alter. So. Wenn man für die Ernte irgendwas Effizientes hätte. Eine Harke. Ein Euroarbeiter. Ja, oder meinetwegen auch ein Bohnensauger oder sowas, keine Ahnung. Naja, also so, weißt du, zum Ernten einfach so ein Sauger. Der saugt dann alles ab. Oder wenn ich hier mit hochindustriellen Traktoren übers Feld fahren könnte. Ach, das wäre schön. Das wäre meine Lebensweise. Hast du bei dir alle Felder verkümmern lassen inzwischen? Ja. Machst du nur noch Möbel? Nee, ich guck dann was im Herbst so, was man da so anpflanzen kann. Okay. Ich habe ein bisschen umstrukturiert hier bei mir. Was perfekt. Du kannst ja mal vorbei. Nee, kann ich nicht. Ich muss Kaffee ernten, weil sonst schaffe ich das heute alles nicht. Ja, einfach keine Zeit mehr für seine Freunde. Ja, ich würde echt gerne, Tobi, aber leider die Arbeit hat mich fest im Griff. Versunken seit Arbeit. Seitdem ich Educho gegründet habe, läuft es hier einfach wie am Schnürchen. Und natürlich, der Energy Drink Stand ist natürlich wieder vor dem Bürgermeister sein Haus. Oh ja, ich muss auch dringend kaufen. Ich brauche Energy Drinks ohne Ende. Ich gehe mal kurz Energy Drinks kaufen. Oh, die sind ausverkauft. Was? Nein, sind sie nicht. Ich habe gerade 40 Stück gekauft. Ich bin der Erik und jetzt kaufe ich 400. Nee. Ich musste gerade nur lachen, weil wir spielen das Spiel wahrscheinlich genau so, wie man es nicht spielen soll. Die Möglichkeit, Energy Drinks kaufen. Warte, ich hole mal kurz Post ab. 6.500 ja, und 9.100. Alles klar. Alter. Let's go. Wie habe ich jetzt? 24.000, naja. Geht. Aber ich glaube, deine Möbel sind halt echt der Shit. Du hast da echt die Goldgrube gefunden. Die sind halt ein bisschen effektiver, weil du halt weniger Ausdauer brauchst. So, ich habe mal 50 geholt. Aber auch nur, weil die nur 2.500 kosten. Nur. Komm mal mit. Jörg, mein Freund, du bist es. Ich grüße Sie. Gut sehen Sie heute wieder aus. Das Geld steht Ihnen gut. Das ist so eine leicht perverse Anmache. Okay. Oh, das ist wieder, wie ich sehe. Aber nur leicht. Das Konzept einer Farm ist nichts mehr? Nein, das ist auch. Hast du ein großes geholt? Oh, ich bin so neidisch, das wollte ich auch machen, aber ich kam einfach nicht dazu. Und es gibt noch größeres. Oh, wie schön. Ja. Oh, ich hasse dich und ich beneide dich. Ich finde das voll gut. Nimm mal einen Huhn in die Hand, bitte. Nein. Nimm das mal mit jetzt. Nein. Und P, das lass mich Huhn in weg Ruhe, ist, lass mich in Ruhe. Lass deine Hühner, sind des Teufels. Kann ich die vielleicht schlachten? Warte mal. You are already holding an animal. Das stimmt halt. Außer ich habe einen Penis in der Hand. Das könnte natürlich sein, aber... Ein Frettchen meinst du? So ein flinkes Wiesel. Ist aber auch ein Tier, Erik. Ach so, ja gut, na dann. Auch ein Frettchen ist ein Tier. Ob ich meine Tiere einfach verkaufe? Ich würde auch gerne meine Tiere verkaufen. Allein schon diese Entscheidung, ja. Ob das mit dem Möbel auf lange Sicht so gut gehen kann? Aber ich muss die Energy Drinks mal einlagern, bevor ich hier wieder fröhlich Kaffee ernte. Oh Gott. So, hier alles mal ein bisschen einlagern. Liquid Jones. Der liquide Jonas. Der gefällt mir am besten.
Ja. So. Ja. Der Tobi macht's halt richtig. Was denn? Nach dem Kaffee werde ich auch nichts mehr einpflanzen, Leute. Erstmal, eine Weile lang. Da habe ich wirklich die Schnauze voll dann. Ja, ich glaube, es ist gut, ein bisschen Abwechslung zu machen. Vielleicht mache ich dann wirklich auch mal ein paar Möbel. Ich habe zwar nicht so die erfolgreichen wie du, aber dann habe ich mal wieder was anderes zu tun und dann vielleicht im Herbst mal wieder was anderes gucken, was man da so machen kann. Immer mal wieder zwischen den Fernseh gucken, ne? Ja, oh, das wollte ich gerade eben noch machen, habe ich natürlich nicht gemacht. Der Kaffee ist fertig. Langsam dreht er durch. Ich will auch nur Kakao. Kakao? Ich will nur einen Kakao. Kakao und ein Mettbrötchen, Alter. Boah. Ja, ein Traum. Hey, Wooden Pickaxe. Wow, danke Fernseher. Arschlochkanal. Ich lerne nur Scheiße bei mir. Ich habe aber auch nur Kacke. Also das mit dem Bookshelf war wirklich das Beste bis jetzt. Also diese komischen Dinger da. Rezepte austauschen kann man auch nicht, ne? Nee. Wäre noch schöner. Ja, da war ich auch mit so riesigen Stämmen. Aber diese anderen kleinen Weißen hier sind scheiße, weil die bringen ja nur 18 und du musst aber trotzdem genauso oft draufhauen. Hä? Die Weißen haben bei mir genauso viel gebracht wie die anderen, diese Orangen da. Echt? Ja. Warte mal, ich will das mal. Diese kleinen dünnen mit den dünnen Ästen? Ja, die kleinen Weißen, von denen es ganz viele gibt. Echt? Also ich glaube, ich habe da gut abgeräumt. Also ich weiß nicht mehr, ich habe jetzt, vielleicht hätte ich besser mitzählen müssen, was die Orangen bringen, keine Ahnung. Weil die bringen 30 und die hier bringen... 30. Hä? Ach. Okay. Ich glaube, es ist aber immer random, mal so. Pi mal Daumen. Holz ist Holz, nicht? Easy going. Da wird nichts mehr übrig sein, wenn ich zurückkomme. Wenn ich da mal hingehe. Hier gibt es noch ganz viele Bäume. Ja, ja, aber bis ich erstmal aus diesem Schlamassel rauskomme mit dem Kaffee. Na gut, morgen ist ja dann schon fast, ne? Ach, sind nur 28 Tage, stimmt ja. Oder? Nee, ja, der Sommer geht noch bestimmt länger. Ab 28? Ja, ja. Ah. Ja, sieh einen an. Boah, ich hab fast gar nicht mehr gießen hier, wa? Lohnt sich eigentlich gar nicht mehr. Dann gehen aber die Kröpfe kaputt, Mensch. Oh. Ja, die gehen auch eh kaputt nach dem Sommer. Beruhig dich. Okay, mal ja. Sind es 18, mal sind es 30 tatsächlich. Ja, ja, genau. Ist immer random. Ah. Immer ein bisschen Pi mal Daumen. Hm? Mal 18, mal 30. Ist ein ständiges Auf und Ab, sagst du? Ich hab gesagt, das ist wie beim Sexleben. Mal 18, mal 30. Ja, ja, ständiges Auf und Ab. Ja, ja. Das, man kennt es ja. Ah. Ja, kennst du eine Folge, kennst du alle? Tobi, kennst du gute Witze oder ist hier was passiert, was du erzählen kannst vielleicht mal? Nee, also ich bin gerade im Urlaub, Erik. Wo siehst du dich denn in 5 Jahren? Hoffentlich noch hier. Bei der Ernte oder was? Ja, also jetzt nicht bei dem Game, aber hoffentlich immer noch mit Let's Plays und so. Ja, das wäre schön, da würde ich mich auch freuen. Also YouTube vielleicht, also weiß ich, in 5 Jahren YouTube glaube ich vielleicht fast nicht mehr. Nee. Meinst du eher Streams oder? Ich glaube ja. Hm, okay. Ich glaube, YouTube geht halt immer weiter irgendwie zurück oder entwickelt sich zumindest in eine Richtung, die ich irgendwie irgendwann nicht mehr bedienen kann. Ja, YouTube entwickelt sich in eine zu glatte Richtung, wenn ich das mal höflich ausdrücken darf. Es darf nichts anecken, es darf gar nichts, weil sonst ist ja sofort Schicht im Schacht. Wenn du das meinst. Ja, 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 ja.
Wahrscheinlich wirst du halt irgendwann geclaimed, wenn du irgendwie einen Song summst und das ärgert mich halt irgendwie schon. War das nicht bei dir so? Du hast doch Dingens mal Hardwell Gone gesungen? Da bin ich wieder, Leute. Wir hatten das benutzt, die Tati hat das irgendwo benutzt und wurde dann geclaimed auf einen ganz anderen Song, ne? Ja, ja, genau. Hm. Und halt auch dieses, oh, ich habe ein 3-Stunden-Video und da laufen 5 Sekunden von einem Song. Ich nehme mal die ganzen Einnahmen, danke. Ja, das ist bei meinen Streams ja so. Wenn ich 16 Stunden hochlade, so ein 16-Stunden-Video und da sind 5 Sekunden Final Countdown am Anfang drin, wo ich dass ich extra rausschneide, nur nicht da, wo ich drüber gequatscht habe, Einnahmen alle sofort weg. Komplett. Das geht halt gar nicht. Also. Naja, das ist halt eine Verhältnismäßigkeit, die ist einfach jenseits von Gut und Böse. Ich verstehe auch nicht, dass sie nicht geändert wird. Das ist halt so, wie wenn du jetzt deine Kaffeebohnen da machst, ich setze einen Crop da rein und krieg aber alle. Ja, genau. Genau so ist es. Ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Also, Streams hochladen lohnt sich für mich zum Beispiel inzwischen gar nicht mehr. Weil da halt immer irgendwas drin ist, irgendwo, wenn es im Spiel ist oder sonst irgendwo, in diesen, ja, so 10 bis 16 Stunden, irgendwas wird immer geclaimed. Sogar lizenzierte Sachen und dann wird das teilweise auch nicht freigegeben. Und dann denke ich mir, weißt du was, wozu die Mühe überhaupt noch machen? Also für die Zuschauer mache ich es ja eh. Ne? Also die mache ich ja eh leider nicht nur wegen den Zuschauern hoch. Aber dann frage ich mich halt, soll ich das da machen oder soll ich nicht lieber auf einer anderen Plattform? So ein Ding. Ja. Schwierig. Gibt halt, schwierig. Man muss halt ganz klar sagen, es gibt halt so profitabel, gibt es halt neben YouTube eigentlich fast nichts, ne? Naja, Twitch halt, ne? Ja gut, Twitch, ja gut. Das schon. Aber jetzt so wirklich so Videoplattformmäßig, da gab es ja dieses andere noch vorher, was zwischenzeitlich mal gehypt war. Wie hieß das nochmal? Vidme, glaube ich, ne? Ja, genau. Die sind leider weg. Are die you waren zwischendurch sehr gehypt, aber... ja, die waren zwischendurch sehr gehypt und waren eigentlich auch eine coole Plattform, aber leider haben die dann die Säge gestrichen, glaube ich, als alle rübergeschüsselt kamen. Ich war ja einer davon. Ich habe da ja auch zig Sachen hochgeladen plötzlich. Dann kamen zig Zuschauer und ich glaube, dann hatten die halt massive Bandbreiten. Nicht Probleme, gar nicht mal, aber vielleicht haben die sich ausgerechnet, dass sie das auf dem Kurs halt nicht weiter bezahlen können. Schade. Weil du musst es ja trotzdem monetarisieren. Also du musst ja trotzdem irgendwie damit Geld verdienen. Ja, das stimmt. Weil Bandbreite und alles bezahlt sich nicht von selbst, aber das sieht man natürlich dann meistens nicht, wenn man keinen Blick hinter die Kulissen hat. Ach ja, YouTube zum Beispiel streicht sich bei uns ja auch erstmal 50% von allem ein. Ich baue einfach mein eigenes YouTube. Mach doch einfach. Ja. Mach doch einfach mal. Ja, wieso eigentlich nicht, Tobi? Komm, let's go. Easy. Ich nenne es DuTube. Oder MyTube. Ist 100% schon weg, die Domain. Wahrscheinlich ja, sind alle Tube-Domains schon weg. Stimmt. JuTube. Oh. Darf man darüber lachen? Ja, oder? Ja, klar, wieso nicht? War das nicht von Family Guy? Gab's da sowas? Weiß ich nicht. Da gab's sowas mal, ja. Oh, okay. Gut, da wird's wahrscheinlich anders dargestellt, als ich mir das gerade denke, aber ja, wahrscheinlich. Oh, es wird dunkel und ich hänge immer noch auf diesem Feld rum und ernte Kaffee. Läuft die Kaffeeernte? Läuft gut? Also geerntet habe ich gleich, aber ich muss ja noch die Felder gießen. Und die Tiere scheißen mir währenddessen immer noch alles voll. Das ist aber nicht den Tieren ihre Schuld, ne? Dass sie scheißen? Ja. Hä, wessen Schuld ist das sonst? Ja, das Gott. Ist doch ein bisschen unfair. Oh, was? Oh. Ah. Erwähne nie wieder ihn. Wen? Gott? Auf Holz klopfen. Ach ja. Kruzifix. Ach Mann. Wenn es Gott wirklich gäbe und er so allmächtig wäre, wie man sagt, und auch nur einen Rotz auf sowas Unbedeutendes wie die Menschheit geben würde, dann frage ich mich, wäre er zufrieden mit dem, wie sein Name hier allgemein so repräsentiert wird? Ich glaube nicht. Nicht vom kleinen Mann an sich, wie es ja so schon heißt, oder kleine Frau oder was auch immer, sondern so von denen, die seinen Namen auch, ja, sagen wir mal, geschäftlich nutzen, mehr oder weniger? Ich glaube fast nicht. Schwierige Frage.
Absolut. Oh je. Und was würde er wohl mit seiner Allmacht anstellen, wenn ihm diese Dinge nicht gefallen? Denn siehe, er ist ein zorniger Gott. Was ich das nicht verstehe? Deutsch. Nee, was denn? Das auch. Aber ich bringe jetzt Tessa schon die ganze Zeit irgendwie Tee und sowas, ne? Aber dafür bewegt sich nichts. Ja, Tobi, du musst einfach mal lernen, ja? Nein heißt Nein. Ja, aber gut, das ist so ein bisschen mehr Zuneigung, hätte ich jetzt schon erwartet. Nein heißt Nein. Und in diesem Spiel lernst du ja wohl ganz eindeutig, dass du die ganze Zeit Geschenke machen musst, ja? Und du musst dir den Arsch aufreißen, hinterherlaufen, dauernd anquatschen und hängst quasi am Zipfel, an diesem kleinen Zipfel, so plus zwei Freundschaft. Hm. Du bist der Arschtuben. Ich weiß. Das habe ich schon öfter gehört. So, jetzt räume ich wieder die Tiere hinterher. Oh. Was denn? Ich kann jetzt einen Bookshelf machen, Erik. Oh, ein Barbecue-Chicken. Oh, vielleicht bist du deine Probleme bald los. Kaka. Ich verstehe. Die Tieren ist echt komisch. Juck mich nochmal kurz, Leute. Zwei. Drei. Ja, vielleicht sind die Tiere einfach noch nicht so weit. Ach, jetzt habe ich die Tiere doch gefüttert. Ich bin so doof. Warum mache ich das? Ja. Und gedankt wird's mit einem Grunzen. So. So. Achso, ich muss den restlichen Kaffee noch wegbringen. So, halt. Was? Ezekiel's Pickaxe or Martha. Best to get it back to him as soon as possible. Oh. Gut. Das ist Lull. Kann man die verkaufen? Ich leg die mal mit in die Kiste. Ich glaube nicht. Also sie hat zumindest keinen Wert. Also für uns. Ja, null Gold, aber hauptsächlich ist weg. Was soll ich mit der? Vielleicht kauft er die ja dann. Die soll nach wie an die Kiste geht. Hä, das braucht 10 Holz und bringt nur 70? Willst du mich verarschen? Oh, ich sehe, du hast das Bookshelf, das ich auch herstellen kann. Ja, ja. Das ist ein Witz. Das habe ich auch, dieses sehr lohnenswerte Bookshelf. Das ist ja wirklich ein Witz. So, Bananenmilch kann ich jetzt herstellen, toll. Oh, wir sind schon wieder bei 28 Minuten hier. Oh, warte mal, ich muss eine Sache gucken. Willst du meine Eier haben? Tobi, nein. Ich weiß, wir sind gut befreundet. Also ich meine die von meinen aber Hühnern. Aber es muss Grenzen geben. Ich meine natürlich die von meinen nicht vorhandenen Hühnern. Okay, habe ich Holz dabei? Nein, natürlich nicht. Warte mal kurz. Eine Sekunde. Process. Warum kann man hier keinen Hund haben? Das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil der am 50 mal aufs Feld scheißen würde. So, mal gucken. Okay. 200. Na, das ist ja was. Das spart mir schon mal die Hälfte an Arbeit. Wir sind nicht ganz da an 50, aber immerhin schon mal. Oh, ich war noch mute. So. Geht viel schneller, wenn man 10 Holz verbraucht. Das stimmt. Ich bin ein sehr glücklicher Mann. Damit kann man die Bäume noch schneller ausnutzen. Ja, natürlich. Das muss das Leben sein, was der Tobi lebt.
Ach ja. Ey, ich sag dir nur, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich träume davon. Eines Tages möchte ich so sein wie du. Das willst du nicht. Eigener Herr im Haus. Im Und Frau Haus. Auch noch. Ja, ja, auch Herr, Frau im Haus. So, hier die Tische nochmal schnell verkaufen. Ciao. Oh, passt genau. Gut. Da ist die Kiste wieder voll. Ja, alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Das ist sehr schön. Ich freue mich, dass ihr überhaupt noch dabei seid, obwohl wir jeden Tag natürlich jetzt am Struggeln sind. Ach, das Leben ist kein Zuckerschlecken, Freunde. Wobei, so genau wissen wir es ja gar nicht, ob da überhaupt jemand ist da draußen. Ja gut, wahrscheinlich inzwischen wird sich schon dezimiert haben. Ja, bleibt nicht... Oh Gott, ich habe noch viel mehr Tische. Okay, bleibt aber nicht aus. So, wir müssen natürlich das Spiel auch ein bisschen exploiten. Natürlich. Sonst wäre nicht wir. Richtig, richtig. So, Tobi, ne? Dir wünsche ich einen schönen Abend. Einen schönen Nachmittag. Ist ja gerade 15.25. 15.30 ist es gerade. Ja, voll gut. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag im Urlaub, in dem du dich gerade befindest. Ich hoffe, du hast viel Spaß aktuell. Ja, das hoffe ich auch. Danke. Ja, dann sehen wir uns morgen wieder zur gewohnten Zeit. Hier, 15 Uhr, bei dir auf dem Channel und bei mir. Würde ich mal behaupten. Cool, da freue ich mich drauf. Das ist ja toll. Ja, toll, geil, dass es so eine Verlässlichkeit noch gibt im deutschen YouTube. Toll. Perfekt. Na gut, ihr Lieben. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja, Leute, ich würde das Video auch an der Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren und nichts dazu verpassen. Würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Wie ihr wisst, ich lese mir Kommentare immer gerne durch. Würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Und bis zum nächsten Video, Leute. Bye.